Hallo und ganz recht herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und zwar zeige ich euch heute die Aoba Tier 6 der Japaner. Ich muss selber sagen, sie wird von vielen geliebt. Ich gehöre nicht dazu, weil ich selber bin einfach mittlerweile wohl scheinbar schon zu sehr auf die Amerikaner fixiert und gebrandet. Auf jeden Fall ist die Aoba sehr gut, hat Torpedos im Vergleich zur Cleveland dabei, aber einfach dann ein bisschen andere Munition bzw. andere Flugwinkel, weniger Schüsse, dafür größeres Kaliber. Also an sich sehr gut. Allerdings muss man auch, wie gesagt, erstmal damit umgehen können. Ich denke, beide Schiffe haben ihren Reiz. Jetzt fahren wir erstmal zu C rüber. Da wird natürlich das Spiel ein bisschen schneller gemacht. Und auch nochmal an dieser Stelle gesagt, dieses Replay stammt auch wieder aus meinem Stream. War sehr fleißig die letzten Wochen, was das Streamen angeht. Jetzt aktuell ein bisschen reduzierter gewesen wegen der Gamescom, aber das wird sich auch wieder verändern. Dann wird wieder brav World of Warships gestreamt. So, da ist schon die Oma offen. Dementsprechend stecken wir hier etwas zurück, was die Geschwindigkeit angeht. Die Reichweite ist aber sehr gut, vor knapp 15 Kilometer mit der Hauptbatterie und 10 Kilometer mit den Torpedos. Das ist auf jeden Fall Werte, die man durchaus stehen lassen kann. Da hinten ist Omaha und Furutaka. Jetzt muss die Oma nur mal einmal rumkommen ums Eck. Aber will sie nicht. Deswegen dementsprechend seht ihr links davon, von der Oma kommt jetzt die Furutaka und dann nehmen wir halt die. Was eben der Vergleich zur Cleveland ist, auch die Fluggeschwindigkeit der Granaten, die ist deutlich schneller und besser. Wie gesagt, das Ruckeln ist leider in dem Replay so, das lässt sich nicht verhindern. Aber auf jeden Fall konnten wir ihm hier einen schönen Zitadellentreffer antun. Die Nachladegeschwindigkeit verwehrt uns aber den nächsten Schuss. So, jetzt wollte ich einfach genau mal Proxy darüber ein paar Torpedos lassen. Weil vielleicht kommt ja da doch noch einer oder die Oma entscheidet sich, dahin zu fahren. Hat dann doch schon das eine oder andere Mal wirklich was gebracht. So. Aber in dem Fall seht ihr, da kommt keine Action leider. Keiner, der sich meiner Torpedos annehmen wollen würde. Die Torpedos sind im Close Combat mit einem, so doof klingt, aber mit einem Schlachtschiff immer sehr, sehr, sehr gut. Weil wenn man doch in die Situation kommen muss, ein Schlachtschiff rausnehmen zu wollen oder um die Ecke einer Insel zu kommen und dann kriegt er 4 Torpedos ab, das ist natürlich schon sehr angenehm. Leider nur ein Hit auf die Oma machen können, die da immer noch steht wie vorhin. Aber sei es egal. Linke Hand war noch eine Minikasse. Die Omaha hier hinten noch. Aber ist knapp hinter der Insel, dementsprechend vorhalten. Und hoffen, dass er dementsprechend schnell sich bewegt und rumkommt, während die Schüsse ankommen. Torpedos kommen auch noch an. Aber nur so ein paar vereinzelte, nichts Gefährliches. So, weiterhin auf die Omaha. Ein bisschen mehr vorhalten, würde ich jetzt mal empfehlen. So, Beschuss kommt auch schon. Jetzt hat man dann doch mal hier schön die Zitadelle getroffen von der Oma. Also dementsprechend, der hat deutlich mehr wehgetan. Und nochmal eine und dementsprechend jetzt versenkt.
Wir beschleunigen das Ganze mal hier. Hier kommen wieder Torpedos an, aber auch nichts, was ansatzweise gefährlich würde. Aktuell liegt mein Team noch zurück. Jetzt hier auf die Kongo. Und mein Bestreben ist jetzt erstmal den B-Punkt einzunehmen. Auch hier spulen wir etwas schneller die Geschwindigkeit nach vorne. Einfach hier mal in den Rauch reingehalten, hat aber leider nichts gebracht. Da ist der Gegner schon weg. Da Kongo offen, aber alles zu weit weg. Torpedos kommen hier auch nochmal an, also jetzt wird es langsam deutlich haariger, wie man sieht. Da hat nicht viel gefehlt. So, und da ist es, die Minikase. Knapp vorbei ist auch daneben, wie man so schön sagt. Und eben das ist jetzt ein Punkt, natürlich muss man sich daran gewöhnen, aber wenn man mal die Nachladezeit der Cleveland gewohnt ist, dann sind die hier deutlich, deutlich drüber. So, jetzt wollte ich da nochmal einen Torpedo auf die Cleveland setzen, aber wenn ich das mache, treffe ich vielleicht höchstens noch meinen eigenen Teammate. Dementsprechend habe ich das jetzt unterlassen, sondern habe einfach mal so einen Schuss drauf gesetzt. Rechts von mir aber jetzt den Nicholas. Und auch da kommen wieder Torpedos an. Schüsse treffen leider nicht. Torpedos sind Gott sei Dank von der Geschwindigkeit nicht so schnell. Deswegen konnte ich hier ganz entspannt den Kurs halten. So, da ist jetzt eine Miyogi, Kongo, Wyoming und Nicholas. Also da ist jetzt die volle gegnerische Pracht schon zu sehen. Jetzt schieße ich erstmal auf die Nicholas. Damit war mein Bestreben, der Kongo zu helfen, aber das ist einfach auf die Distanz mit dem Schiff so undankbar. Zu schießen auf gut gespielte DDs. Dementsprechend jetzt mal hier auf Wyoming. Ah, man sieht schon, wenn hier drüben die Kongo fällt, dann habe ich jetzt gleich ein deutlich größeres Problem, weil der Gegner hier massivst in der Überzahl ist. Hier hinten die Cleveland pirscht sich jetzt an den Punkt heran. Da auch jetzt einfach mal die Torpedos in die Richtung setzen, um etwaige Gegner, die hier stupide auf mich zulaufen wollen sozusagen, damit ein bisschen abzuhalten, weil sie die Torpedos aufgrund ihrer Auslegung da hinten sehr, sehr defensiv meines Erachtens auch ausgerichtet sind. Und jetzt wird hier gefahren. Auch hier wird ein bisschen beschleunigt. Der Schuss geht raus. Sie ist auch nicht so wendig, wie es in Cleveland ist. Aber hier in dem Fall Wyoming konnte ich in Brand setzen. Aber man sieht, die Cleveland von uns pirscht sich langsam aber sicher an den A-Punkt heran. Dementsprechend drehe ich jetzt auch hier bei, dass ich da nochmal weiterschießen kann. Nochmal ein paar Torpedos mit dem gleichen Ziel, weil auch da war ja noch ein Zerstörer. Und dementsprechend, wer weiß, vielleicht kommt er herum. Na, jetzt sieht man, Nicholas fährt andere Seite. Beschuss kommt in meine Richtung, dementsprechend wird hier wieder gelenkt. Und man sieht, es war gut, weil sonst hätten die Einschläge anders einen anderen Effekt gehabt. So, jetzt haben wir alle drei Punkte.
Und jetzt reduzieren wir wieder mal die Geschwindigkeit ein wenig. So, da drüben jetzt Nicholas, Miyogi, alles Mögliche am Start. So, der Nicholas auch den nächsten Torpedos mal entgegensetzen. Zwei Treffer sind immerhin gelandet im Ziel. Meine Idee hat jetzt gerade leider zeitlich das, oder das Zeitliche gesegnet. Nochmal Ausfall provoziert. Und da hat die, in dem Fall war es die Minekase, einen Gegenschlag mit den Torpedos schaffen können. Dementsprechend den DD rausnehmen. So, Gegner holt sich jetzt A wieder zurück. Da ist der Nicholas. Und das war ein schöner Kill. Da konnte er nicht viel gegen tun. Dementsprechend der zweite an der Zahl. Wir spulen weiter nach vorne. Jetzt kommen auch die Wyoming drauf. Da ist die Miyogi. Die wird natürlich standesgemäß mit HE behakt. Die Cleveland kann ihres Zeichens gerade da hinten schön auf die Wyoming alleine gehen, weil die Kongo ist da auf der anderen Seite. Allerdings hat die Wyoming das jetzt mal für sich klar gemacht und ihn rausgenommen. So, und jetzt, was ich jetzt mache, ist vielleicht das nicht unbedingt aus dem Lehrbuch, aber in dem Augenblick die einzige Chance, die ich gesehen habe, weil so gesehen bin ich hier mit nicht mehr vielen Leuten. Das heißt, einmal Torpedos setzen in die Fahrtrichtung und jetzt wird es gleich noch ein bisschen unkonventioneller. Natürlich, wir bleiben weiter mit den HE-Granaten dran. Und ich bedanke mich schon mal vorher fürs Zuschauen. Ich sage vielen lieben Dank. Und während der erste Torpedo noch trifft, hoffe ich, euch hat die Runde gefallen. Deswegen lasst mir doch ein Like oder einen Kommentar, beziehungsweise natürlich auch gern ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.